ganz viel Müll. Ah, tolles Meer. Über 4 Dimensionen wird geframed. Erstens, welche und wie viele Informationen bekomme ich? Berichten die Medien zum Beispiel gerade extrem viel über Verschmutzung der Weltmeere. Demgegenüber stehen meine eigenen bereits vorhandenen Kenntnisse zu einem Thema. Werden diese durch die aktuelle Berichterstattung vielleicht bestätigt oder wirken sie doch entgegengesetzt? Die eigenen Vorurteile, Werte und Normen spielen auch eine Rolle. Halte ich ein Medium für glaubwürdig oder nicht? Und dann wären da noch die eigenen Emotionen und Gefühle zu einem Thema, beziehungsweise welche Gefühle bei mir ausgelöst werden. Gerade in Wahlkämpfen bedienen sich Politiker und Parteien dem Framing, um Themenschwerpunkte zu setzen, bei denen sie selbst besser dastehen als die Konkurrenz. Journalisten nutzen das Framing zum für sie passenden Argumentieren und ebenfalls zur Themengewichtung. Und die Werbung framet natürlich stark über die Emotionen und Gefühle. Das Ganze drumherum eines Produkts kann Dinge vermitteln, die eigentlich gar nicht da sind. Eine Biermarke wird beispielsweise mit herber Freiheit der Küste und Freundschaft. Verkauft wird aber nicht mehr und nicht weniger als ein alkoholisches Getränk. Und die Karibik wirbt natürlich wohl eher damit als hiermit. Das, was du siehst, ist nicht unbedingt das, was wirklich da ist.